Also ganz früher mal haben die Leute in einer Bedürfnisdeckungsgesellschaft gelebt. Die wollten eine warme Höhle haben, die wollten überleben, einen Mammut zum Essen. Und dann haben wir in einer Bedarfsdeckungsgesellschaft gelebt, in dem alles das, was wir sonst noch haben wollten, Kühlschrank und Auto und dergleichen, dazugekommen ist. Und natürlich leben wir heute in einer Bedarfsweckungsgesellschaft, in der uns Wünsche überhaupt erst eingeredet werden, die wir von alleine überhaupt nicht hätten. Aber die Wünsche sind jetzt schon geweckt und erfüllt werden können sie auch. Was stört den Philosophen daran? Wir haben fast gar keine gesellschaftliche Debatte über die Frage, welchen Fortschritt wollen wir und welchen Fortschritt wollen wir nicht. Normalerweise sind auf den Podien Zukunftsforscher, die erzählen, wie wir leben werden, die aber nicht mit uns darüber reden, wie wir leben wollen. Und das Merkwürdige ist, dass all diese technizistischen Utopien, wie wir dann mal leben, also dass die Tapete uns quasi sagt, was wir machen sollen, oder eine eingebaute Kontaktlinse uns mit dem Wissen der Welt verbindet, alles so Dinge sind, wo wir sagen, das sind eigentlich Antworten auf nicht gestellte Fragen. Ich hätte eigentlich viel lieber, dass mir ein Zukunftsforscher erzählt, wir werden das Welthungerproblem gelöst haben in 20 oder 30 Jahren oder es wird keine Kriege mehr geben. Aber daran wird offensichtlich nicht gearbeitet. Die vierte industrielle Revolution wird die Gesellschaft mindestens so stark verändern, wie es die industrielle Revolution des 19. Jahrhunderts gemacht hat. Eine der dramatischsten Folgen, neben den positiven Effekten, die es natürlich auch gibt, wird sein, dass wir eine Massenarbeitslosigkeit in Europa kriegen, wie wir sie uns überhaupt noch nicht vorstellen können, weil ein riesiger Bereich von Dienstleistungsberufen wegfällt, der wird von Maschinen gemacht. In dieser Arbeitswelt werden sehr wenige Leute Computern sagen, was sie zu tun haben. Computern werden vielen Leuten sagen, was sie zu tun haben. Und für viele Leute wird es überhaupt keine Verwendung mehr geben. Und darüber müssen wir uns jetzt Gedanken machen. Das heißt, wir müssen unseren Begriff von Arbeit neu definieren. Wir müssen sowas einführen wie ein Grundeinkommen. Denn sonst brechen uns ja die Binnenmärkte zusammen. Also die Wirtschaft kann kein Interesse daran haben, dass es keine Konsumenten mehr gibt, beziehungsweise dass Millionen arbeitslos sind, brechen unsere sozialen Sicherungssysteme zusammen. Um alles das müssen wir uns jetzt ganz, ganz schnell kümmern.